und es kommt auch nur Resin raus. Es kommt nicht, wie ich zuerst dachte, auch noch Holz raus mit diesem Ding. Okay. Noch mehr Resin, noch mehr davon. So. Schon mal eben verdreifacht oder so. Ja, wahrscheinlich genau verdreifacht. Wenn bei einem drei rauskommen. Gut. Also, Rubber ist in Arbeit für später. Das läuft alles. Forschung ist am Laufen. Wer hängt am meisten hinterher? Du. Da. Grüne Tränke rein. Grüne Tränke rein. Grüne Tränke abholen. Du brauchst erstmal ordentliche Stacks und dann brauchst du ganz viele Ärmchen. Was brauchst du? Du brauchst Eisenzahnräder. Hier, hier, hier. Her damit. Rein damit. So. Grüne Tracks werden also auch schon produziert. Hau ich hier mit rein. Gib mir davon noch ein bisschen. So. Forschung ist also erstmal abgedeckt, was das angeht. Was sagt der Strom? Meh. Der sagt meh. Oh, weil die keine Kohle haben. Hier. Fang erstmal damit an. So viel dazu, dass wir gerade keine Kohle brauchen. Hm? Ich hätte es mal doch mitnehmen sollen, als ich schon hier in der Nähe war. Und ihr seid sogar proppevoll, sonst würdet ihr arbeiten. Hm? Das wird jetzt ergiebig. Ratter, 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 ratter. Oh, wo wir gerade dabei sind. Bau bitte. So. Noch mehr Kohle ab. Das könnte übrigens aber erklären, warum wir doch schon so früh so viel Smog haben. Help. Bau das da. Bau Money. Eisen. Eisen. Warum arbeitet ihr nicht? Achso, die Felder sind leer. Oh, okay. Dann mach bitte da und da ein Feld mit Kiste da und da. So, überall Kohle verteilen und gleich Mauern einsacken. Und dann baue ich auch die Mauer schon mal weiter. Das klappt nämlich soweit echt gut. Zack, zack, zack. Her damit. Ich denke, ich werde es erst nach oben bauen und danach diesen Schnittpunkt hier ermitteln, weil ich bin mir doch ziemlich sicher, dass die Beißer nicht da unten rumlaufen und zur Basis, sondern da lang laufen. Das ist jetzt Nacht, das ist ein wenig doof, aber lässt sich nicht ändern. Die sacke ich mal ein. So. Gebaut werden die Mauern. Nach den Mauern bitte noch mehr Munition, damit ich die Türme regelmäßig befüllen kann. Also echt zappenduster. Ich glaube, ich erforsche gleich Licht. Nicht, weil ich es so wirklich super doll brauche, aber weil es doch das Ganze ein wenig praktischer macht in der Basis. Doch gerade für euch wäre es, glaube ich, angenehmer, ein bisschen mehr zu sehen in der Nacht, als nur diesen kleinen Taschenlampenausschnitt hier. So, Mauern, Mauern, Mauern. Bitte nach oben. Jetzt kommt schon wieder Wald, ne? Ist okay. Langsam sind wir auf der Abfanghöhe, denke ich. Also hier müssten sie schon eher gegenlaufen als da unten. Ich könnte das forcieren. Oder? Nee, kann ich gar nicht. Wenn ich selber hinlaufe, dann laufen sie ja mir hinterher und nicht auf direktem Weg zur Basis. Also ich könnte den Smog versuchen auszuweiten, dass er die Basis trifft und... Nee, 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 nee. Je später die angreifen, desto besser. Das erinnert mich an das eine Stück bei uns in der Basis, wo ich mich auch den halben Dschungel durchschlagen musste. Bau dich dahin, gib dir mal... Das ist ein bisschen viel. Ja, da ein davon. Der Abstand hier müsste okay sein. Also wenn hier jemand angreift, wird er von beiden Türmen beschossen. Und eigentlich müsste ein Turm am Anfang schon fast reichen. Wir werden tierisch viel Holz überhaben. Ja, das muss ich noch gucken. Ich habe gelesen, dass die Science... Oh. Bau, bau. Das da. Dass die Science Packs ein wenig geändert wurden. Also wir hatten ja, ne, letzte Staffel ziemlich viele neue Science Packs.
Die sollen jetzt wohl alle wieder weg sein. Aber ich habe keine Ahnung, ob das ein Trollpost war oder nicht. Ich könnte ja mal hier gucken. Also hier haben wir schon mal neue Sachen, die vom Tree Farm Mod gekommen sind. Und das ist auch alles neu. Zellulose und Biomasse, Methanol und was? Field MK2. Ja gut, also ich habe mir noch ein paar andere Sachen wohl eingefangen mit dem Tree Farm Mod. Muss ich mal schauen, wann ich dazu komme. Oh Gott. ja. Potassium. Ja, das muss ich dann später gucken. Erstmal von Ditec überfordern lassen, danach von Tree Farm Mod. Ich wollte gucken wegen den Science Packs. Das war so ein kleines Chip-Symbol, das ich jetzt nicht mehr sehe. Aber das sind alles die Vanilla-Packs bisher. Wie schaut es bei den Modulen aus? Da kommt einmal dieser kleine Bumper mit den Alien-Packs. Danach ist es ja wieder weg. Oh, dann kommt er wieder. Und wieder. Wenn auch wieder 250. Aber keine Science-Packs. Wie schaut es hier aus? Alles normales Zeug, normales Zeug. Ja, also die scheinen echt wieder weg zu sein. Da haben sich wohl ein paar zu viele Leute aufgeregt über zigtausend Produktionsketten, die absolut sinnlos sind. Na gut, mal gucken, was er jetzt die nächsten Version wieder ändert. Aber fürs Erste sind wir die los. Können uns schön wieder auf Rot, Grün, Hellblau, Lila und das war's konzentrieren. Und ich habe keine Mauern mehr. Nö, keine Mauern mehr. Yeah, gut. Weg. Weg, 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 weg. Aber Zellulose wäre ja aus Holz, unter anderem. Das heißt, eventuell könnte ich den ganzen Wald hier abholzen und Zellulose herstellen. Ich weiß nur nicht, wozu Zellulose da ist. Jetzt bin ich doch ein wenig neugierig. Liquid Air, Biomass, Biomass, Zellulose. Benötigt 1,6 Biomasse. Biomasse braucht Fertilizer, Clean Water und CO2. Hä? Aus Wasser, Kohlendioxid und Dünger machen wir Biomasse? Fehlt da nicht das Bio in der Masse? Aber wahrscheinlich schmeißt man das alles einfach in eine Farm rein und dann kommt da die Biomasse am Ende raus. Bioreaktor. Das klingt allerdings echt interessant. 10 Kilowatt. Wie viel ist das? Nicht hier, hier. 10 Kilowatt ist gar nichts. Okay. Hoffnung aufgetaucht. Hoffnung zerstört. Aber theoretisch, wenn man wahrscheinlich genug Überschuss hat an Bäumen oder so, kann man ein bisschen Energie dazu gewinnen. Was ja auch ganz nett ist. Vor allem wäre es Öko. Eine komplette Basis nur auf Öko? Ne, das wird nichts. Gib mir Ressourcen. Also wahrscheinlich ginge es sogar, dass man echt nur mit Solarzellen und Bioenergie vorankommt, aber es würde ewig dauern. Weil man halt wesentlich vorsichtiger vorgehen muss, kein Smog produzieren, damit man nicht angegriffen wird, weil man keinen Strom hat für die Türme oder man benutzt die Projektiltürme, dann hat man aber das Problem, dass die Tiere viele Ressourcen fressen, weil sie halt Munition brauchen, kein Strom und so weiter und so weiter. Baummauern. Die Sandmauer braucht weniger Stein als die Steinmauer sinnigerweise. Bräuchte Holz, haben wir. Und Sandbags. Wir haben noch keine Möglichkeit, Wasser zu filtern, ne? Ne, okay, Bausteinmauern. Ist in Arbeit. Capacitors sind gleich fertig und dann muss ich mal gucken, was ich überhaupt als nächstes forsche. Ardite Processing, nein. Öl wird wieder länger dauern und ne. Licht wollte ich ja eigentlich. Das wäre Optics. Da. Akkus.
Wo sind Akkus? Da sind Akkus. Braucht Batterien, ja. Batterien brauchen Öl. Tin Processing. Mining Power 4,25. Eine Tin-Picke. 4,25. Also eine Picke aus Stahl ist nicht so gut wie eine Picke aus Zinn. Das Zeug, wo man mit dem Feuerzeug die Zinnfiguren, ne, umkippen lassen konnte. Das, interessantes Konzept. Okay, eine Zink-Axt ist nur so gut wie eine Stahl-Axt. Man bemerke Zink und Zinn. Unterschied, ne? Aber trotzdem, das finde ich ein wenig irritierend. Silber-Axt ist schwächer. Ne, gar nicht. Mining Power wesentlich höher als das andere. 7,5. Mining Power 4. Mining Power 4. Mining Power 10. Kobalt Kiwi. Ja, ist ein komplett anderes Spiel wieder. Der hat alles umgekrempelt. Ah, ich denke, ich gehe auf. Minen braucht Explosives, Explosive braucht Schwefel, Schwefel braucht Flüssigkeiten, bringt mir jetzt auch nichts. Bessere Rüstung wäre eigentlich schon schick. Bessere Steam Engines. Dauer 30, kostet 150 Rote. Und braucht nur noch ein Tertiary Engine. Also er ist auch weggegangen, unter den vielen, vielen anderen Änderungen, die er gemacht hat, er ist auch weggegangen von dem Konzept, dass man 4 MK1 Engines braucht, um eine MK2 Engine zu bauen und 4 MK2, um eine MK3 zu bauen. Dafür braucht man einen Frame, das ist das Ding, was bei dem Mining Drill auch schon so viele Ressourcen frisst, und 2 Weak Flux Compensators, was auch immer man dafür braucht. Rotors and Blades braucht noch länger als die anderen Sachen. Aber die Dinger brauche ich für Crude Rotor, ja. Das heißt, das ist schon wieder so eine Sache, die ich jetzt erforscht habe. Aber alles, was dabei rauskommt, kann ich nicht bauen, weil ich vorher nicht das da erforscht habe. Das heißt, die Capacitors sollten eigentlich erst freigeschaltet werden, wenn man das da erforscht hat. Vorher sollte es hier gar nicht auftauchen. Weil jetzt habe ich gerade meine Zeit dafür verschwendet, das zu machen, ne? Nee. Gold. Okay, es gibt keine Gold-Pickaxe. Schade. Ermöglicht Laser-Turrets. Oh, ja, ne. Ja. Also früher waren die Türme teuer, weil sie die Edelsteine brauchten. Jetzt brauchen sie die Edelsteine und den vorherigen Turm, was ja damals auch schon ziemlich teuer war. Und obendrauf nochmal 20 mal Gold, 20 mal Silber, 20 mal Zink. Also diese Vorkommen, wo immer so ein, zwei kleine Klümpchen auf dem Haufen stehen. Und das braucht man jetzt in Massen für die Turmproduktion. Und für den billigsten Saphirturm braucht man mal wieder den besten Rubinturm. Autsch. Und der kommt ein Splitter und one-hitted das Ding. Wobei, ich muss gestehen, am Ende der letzten Staffel kamen auch Kommentare, dass ich mir unbedingt die Topaz-Türme angucken soll. Nicht wegen dem Schaden oder Reichweite oder sonst irgendwas, sondern weil sie eben nicht die Vorgängerstufen brauchen. Also ein Topaz-Turm braucht nicht alle Rubin, alle Saphir, alle Smaragd, sondern er fängt eine komplett separate Reihe an. Wodurch er halt wesentlich billiger ist als so ein High-End-Emerald-Turm zum Beispiel. Müssen wir gucken, ob es hier genauso ist. Ich guck mal kurz durch. Du brauchst wieder den goldenen Saphir, ja, und du? Du machst wieder eine neue Reihe auf. Das heißt, das wäre unser Ziel. Die anderen sind viel zu teuer. Die hier, Max Hells 4000, das klingt echt gut. Aber braucht auch wieder Tungsten Gearwheels, braucht 20 Lila Chips und Polished Topase. Trotzdem günstiger als das andere, denke ich. Ja, braucht auch Tungsten, braucht auch Polished Zeug und braucht alle Vorgängertürme. Wie viele Lebenspunkte hast du? 1000. Nee. Ich denke, er müsste erstmal komplett durchforschen und dann zu dem Turm hier gehen, weil er halt mehr Lebenspunkte hat und nicht gewanted werden kann. Aber gut. Jetzt machen wir nächste Folge. Mauern? Wo sind meine Mauern? Da, nächste Folge setzen wir die Mauern noch ein bisschen hoch, bis auf die Höhe so.
wenn es einigermaßen geht, setzen dann sporadisch weiter Türme hin und dann fangen wir an, von hier aus die Mauer zu setzen. Dann sollten wir eigentlich langsam irgendwas bauen, um unsere Umweltverschmutzung in den Griff zu bekommen. Also, Pollution-Reduktionsmodule können wir noch nicht, ne? Pollution Cleaning Module. 20% weniger Pollution. Doch, das ginge. Problem ist nur, dass die hier gar keine Slots haben für sowas. Das heißt, ich müsste dann auf Electric umstellen, so wie hier unten. Und die bekommen dann Pollution Cleaning Module. Oh, gut. Also da würde ich ganz gerne darauf achten, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, bis wir die ersten Angriffe bekommen. Und vor allem auch die ersten stärkeren weiter, bis halt die Mauer steht. Einmal von da, 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 da. Und die Türme drumherum sind. Ja. Soweit läuft es aber alles einigermaßen gut, außer dass ich schon wieder die da vergessen habe, weil ich hatte nur ganz kurz Kohle reingestopft. So. Ein Wunder, dass das Ganze überhaupt noch läuft. So, ist jetzt irgendwas. Forschung ist durch. Mach das, weil es schnell geht. Du, warum nimmst du nicht mehr Kohle? Und das andere Ding, hast du aus Versehen noch Holz drin? Das sollte ich auch noch überprüfen. Nee. Bist aber auch nicht voll gefüllt worden. Na gut, also wir haben wieder Strom, Forschung läuft, Forschung ist sogar gleich durch. Und in der nächsten Folge machen wir halt die Sachen, die ich eben gerade angesprochen habe. Also, bis gleich.